Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Es geht mal wieder weiter mit einer Runde The Legend of Zelda Gold Quest und ich begrüße euch alle ganz herzlich zum heutigen Stream. Freue mich, dass ihr zahlreich erschienen seid. Auch die Leute, die von YouTube aus zugucken, herzlich willkommen. Und ja, wir werden heute ganz gemütlich einfach mal die Skulltees weiter hunten. Aktuell sieht es so aus, dass wir in Dodonjos Höhle sind. Hier müssen wir auch hin, aber leider als erwachsener Link. 156 Skulltees haben wir mittlerweile. Die 200 wollen wir erreichen. Mal sehen, wie weit wir in diesem Stream kommen. Und ich hoffe erstmal, dass vom Ton her alles passt und ihr alles sehen könnt und wir so offiziell erstmal in den Part starten können. Wir machen uns jetzt erstmal groß, denn wir brauchen hier tatsächlich den Ultrashot, den wir ja im letzten Stream, glaube ich, gefunden haben. Und um die Skulltee hier drinnen zu erreichen, anders kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Das hattet ihr schon im letzten Stream erwähnt, dass hier noch was ist. Und ich hatte es nicht geglaubt, aber ja, es ist tatsächlich so. Wir hatten hier noch eine liegen gelassen und die geht halt nur mit dem Ultrashot zu erreichen. Als erwachsener Link. Passt alles perfekt. Kam jetzt schon öfter die Frage auf, was ich denn von dem neuen Zelda halte. Kirito. Aber ja, also man muss halt mal sehen, wie es so ist. Ne, ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir mal Zelda spielen. Das ist an sich doch cool. Freue ich mich drauf, dass auch Zelda mal ihre Chance bekommt, gespielt zu werden. Ich hatte das auch schon mal gesagt, dass ich das cool fände, wenn Zelda auch mal ihre Chance bekäme. Aber wie die Umsetzung ist, das ist halt fragwürdig. Das müssen wir dann mal gucken, wie es wird. So, der erste Eindruck ist erstmal so, naja, man hätte ja auch einfach ein Schwert geben können, ne? Aber ja, oder ein Dolch oder was weiß ich. Ein Zauberstab. Jetzt halt so ähnlich wie ein Zauberstab. Mein Zelda war ja schon immer so ein bisschen Monster kontrollieren und so, ne? Da ist die schon immer so ein bisschen gewesen. So ein bisschen beschwörermäßig. Vielleicht ist Zelda auch insgeheim einfach so eine kleine Beschwörerin. Und der Jens ist auch am Start, hi. Hast du die Tage dann geguckt? Ich finde das neue Zelda-Spiel interessant. Wie es wird, mal sehen. Ja, das ist halt die Sache. Das ist, man muss es sehen, wie es wird. Entweder es wird gut oder halt nicht. So, wir gehen jetzt mit dem Ultrashot in Dodongos Höhle und holen da erstmal die letzte Skulltee ab. Und dann, Lord Yabuyabus Bauch müsste mal fertig sein. Ich glaube, dann haben wir auch nur noch Overworld. Dodongos Höhle ist, glaube ich, der letzte Dungeon, wo wir Skulltees finden müssen. Danach sind wir, glaube ich, mit der Overworld dran. Da bin ich dann auch gespannt, wo wir da noch was finden werden. Ich bin sehr gespannt. Naja, auf jeden Fall, wir müssen erstmal drehen, Leute. Wir müssen erstmal drehen. Der Stream hat begonnen und wir müssen mal unser Glücksrad drehen. So, Stimme verändern beim Lesen des Chats. Aha. Super. Okay. So, starten wir es mal rein. Welche Spiele aus der Diamond wirst du dir noch holen? Aus der Diamond? Ach, aus der... an sich, ich glaube gar nicht so viele. Also, ich finde Mario Party ganz cool. Ansonsten, ich glaube die restlichen Spiele, vielleicht auch nicht, I'm not sure. Aber Mario Party, denke ich mal, ist da so das Einzige. Ich hätte aber irgendwie Bock gehabt, dass da mal ein neues Super Smash oder so rauskommt oder mal ein Mario Kart neues, obwohl die da wahrscheinlich noch ein bisschen warten werden. Nee, das ist nicht so eine Strafe, wo sowas gilt, Gugando. So, ich mache erstmal das Set an. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ist der? Am besten wir gehen hoch, oder? Am besten wir gehen hoch, glaube ich. Es ist auf jeden Fall irgendwo oben, weil man muss ja irgendwo runterspringen. Marco, hallihallo, schönes Wochenende, Zelda Junge. Wie findest du das neue Zelda-Spiel? Ich glaube, das fragen sie mich jetzt alle. Hallöchen, ihr Lieben, und hallo an unseren einzigen Zelda Jungen. Und auf einen geilen Livestream heute. Hallo Masterachi. Ja, also ich habe es gerade eben schon gesagt, Marco.
Man muss sehen, wie sich das Spiel entwickelt. An sich finde ich es nicht schlecht, dass Zelda das macht, ne? Dass Zelda mal dran ist. Man muss dann halt einfach sehen, wie sich das Game entwickelt und wie es spielbar ist. Ansonsten bin ich da jetzt relativ offen. So, bin ich hier richtig? Ist das die richtige Richtung, Leute? Ich guck mal auf die Karte. So, ich guck mal auf die Karte. Welcher Raum ist denn das? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ich gehe einfach mal kurz zurück. Ja, okay, hier sind wir. Ja, das Einzige, was mir noch gefallen hat, war Mario Party halt. Und ja, Metroid Prime ist auch ganz cool, aber bin ich jetzt nicht so der riesen Fanatiker von. Oh Gott, ich sehe die gar nicht. So, jetzt. Ja. Und zack. So. So, ich muss mal die Stimme verändern, ne? Das war der Raum, wo du gegen die Dodongo-Kämpfer gekämpft hast. Ja, das wusste ich noch. Aber ich wusste nicht mehr, wo der Raum war. So, haben wir jetzt alle hier. Damit sind wir auch fertig in der Höhle. So, jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Wo müssen wir noch was machen? Ich hätte gesagt, tatsächlich, achso, warte, ich habe ja die Ocarina auch auf hier auf Shortcut. Ich mache mich jetzt erstmal wieder klein. Damit ist auf jeden Fall Dodongos Höhle auch abgeschlossen und ich glaube, damit haben wir alle Dungeons. Ich bin mir fast sicher. So, haben wir schon mal 5 Minuten länger? Nein, bei der Strafe zählt das nicht. Bei der Strafe zählt das nicht. Hallo Eva! Von mir aus, mach mal 5 Minuten länger. Wenn ihr das unbedingt wollt, mach mal 5 Minuten länger. Hallo Shadow. Ha, ich hab doch noch geschafft. Bin auch rechtzeitig angekommen. Oho. So, okay. Machen wir uns mal einen Plan. Wo geht's als erstes hin? Skuldi-Jagd beginnt. Wir brauchen insgesamt jetzt noch 43, glaube ich. Ja, 43 Skuldis. Das klingt doch machbar. Eigentlich. So, guck mal, Lon Lon Ranch. Auf der Lon Lon Ranch können wir doch... Ich denke, ich weiß nicht, ob als Kind da jetzt noch was zu holen ist. Hyrule Field haben wir halt was. Lost Woods, Kokiri-Wald, das ist abgeschlossen. So. Ansonsten, der Markt, das haben wir abgeschlossen. Ansonsten ist noch alles voll. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Lon Lon Farm. Kann halt sein, dass da als Erwachsener auch noch was ist. Theoretisch hättest du schon wieder drehen dürfen. Ja, stimmt. Weil ich Dungeon betreten habe, ja. Aber bei dem Professor am Haus, da ist ein Loch. Da hast du schon eine... Da hast du schon eine Wundererbs reingesteckt. Hab ich? Gugando hat Link geköpft. Oh no. Wir können es ja auch noch ausprobieren. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wo ich überhaupt was reingesteckt habe. So, okay. Ja, wir machen auf jeden Fall einen ganz entspannten heute. Ich gehe heute nicht mit dem Ziel ran, heute alles fertig zu machen. Würde dann, glaube ich, eher den nächsten Livestream anpeilen. Das war da dann das Projekt beenden. Weil jetzt wäre mir das, glaube ich, zu stressig, wenn wir jetzt sagen, yo, wir machen jetzt so krass Progress, das war alles sammeln und alles, ne? Ich glaube, das wäre zu krass. So. Ist das heute wirklich letzter Livestream? Nö. Also der vorletzte, wahrscheinlich. Erstmal. Wird ja nicht für immer sein, Leute. Erstmal. Sag mal so, es ist halt erstmal nichts geplant. Dafür haben andere Projekte Prioritäten. Ich habe mehr Zeit für andere Dinge, für die wir Prioritäten setzen. So, warte mal, hier. Okay, hier ist erstmal nichts. Wo haben wir die Skuldis? Kann halt wirklich sein, dass da als Erwachsener irgendwo noch was ist.
So, hier ist nichts. Normalerweise ist hier auch ein Loch, glaube ich. Kann halt sein, dass das im Goldquest nicht da ist. Da oben. Boah, okay. Wie komme ich denn da oben dran? Ah, die hätten wir bestimmt auch als Erwachsener holen können, ha? Huh? So. Guck mal da, kann ich das? So, zack. Geht das? Was? Einfach vorbei. Jo, okay. So, 158. Dann hätten wir das auf der Lon-Lon-Farm. Ist die Lon-Lon-Farm damit abgeschlossen? Nein. Das heißt, hier muss irgendwo noch was rumhängen. Ich bin halt lieber als Kind unterwegs, weil da sind wir ein bisschen schneller mit den Hasenohren. Dementsprechend ist das halt ein bisschen... Ich weiß nicht, können in den Häusern könnte halt auch was sein, ne? Ah, shit. So. Hey, hier wird man ja was hören. Wenn hier irgendwo was wäre, wird man das hören. Ich glaube, hier ist nichts. Okay. In irgendeiner dunklen Ecke. Ja, es kann aber auch sein, dass als Erwachsener hier halt irgendwo einer rumhängt, ne? Oder vielleicht in irgendeinem Krug drinne oder so. Also hier ist jetzt erstmal nichts. Die Kisten können wir gleich noch kaputt machen. Oder halt hier drinne die Krüge. Das sind doch welche, oder? Ja. Oh, hier ist ein Loch. Lol, das ist aber eigentlich nicht hier. Jo, da ist ein Skuldi. Und hier kriegen wir vielleicht auch ein Herzteil. Mal gucken. Geld haben wir ja jetzt. Nee. Degunats will ich nicht. Ja, aber das Loch hier ist nicht normal auf jeden Fall. Degusits. Nö. Zack. Und was verkaufst du? Hallo Mario. Bomben. Ne, brauchen wir auch nicht. Sorry. Okay, aber die Skuldi nehmen wir natürlich mit. Die Skuldi in ihrem unbekannten Loch. Und hallo Spyro Dragon. Was geht? So, haben wir denn jetzt... Ich halte mich mal im Hintergrund, alles klar. Immer noch nicht. Immer noch nicht abgeschlossen. Menü. Das ist ja blöd. So, in den Krügen war ja auch nichts, ne? Das heißt, es kann halt entweder noch als Erwachsener. Oder ist hier noch irgendwo ein Loch? I don't see anything. Hallo Kitsune! Bis jetzt eigentlich nichts verpasst, ne? Also wir haben zwei Skuldis gefunden. Drei. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Drei bis jetzt. Eine in Dodongos Höhle und zwei auf der Lon-Lon-Farm und Bäume oder hinten im Turm. Im Versteck. Ne, hinten im Versteck waren wir auf jeden Fall schon. Da war nichts. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir da schon waren. Okay, ist auch nichts weiter. Warum steht denn der eigentlich in der hinten drinne? Was ist mit dir los? Okay. Ja, 41 Skuldis noch. Dann haben wir alle. Wollen wir heute eine Liste? Ja, ihr könnt gerne eine machen, aber aktuell, ja, wir sind bei 5 Minuten. Achso. Da gehe ich halt auch nochmal rein. 41 fehlen noch, Master Rachi. 41. Kann mich nicht erinnern, dass du da warst. Okay, wir gehen gleich nochmal reingucken. Na, ich muss die Stimme verändern. Kann mich nicht erinnern, dass du da warst. Du Schlingel. Okay. Gucken wir mal uns hier noch ein bisschen um.
Eigentlich mehr, aber da du öfter vergisst, die Stimme zu verändern. Oder da du öfter vergisst, die Stimme zu ändern. Ja, eigentlich wollte ich das ja nicht. So, warte mal. Okay, hier ist auch nichts. Hier war, glaube ich, auch eine Skulti, ne? Hier waren wir auch schon mal drin und haben nach einer Skulti oder eine Skulti gefunden. Du Schlingel, war lustig. Naja. Okay, also hier war schon mal nichts. Okay, wir gehen nochmal hinten in den Turm rein. Ihr habt gesagt, ihr seid euch da nicht mehr sicher. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber ich denke eigentlich, dass ich, wenn ich da in einem... Das ist ja jetzt nichts, wo irgendwas versperrt ist oder so. Das ist ja eigentlich so ein altbekanntes Ding. Da geht man immer mal nebenbei noch rein, oder? In den Turm. Ich denke eigentlich schon, dass ich da schon war. Da-di-dai. So, gucken wir mal hier. Link, gucken wir mal hier rein. Da kann man auch einen Unterschied zwischen Tag und Nacht machen. Ich glaube, drin macht es keinen Unterschied. Weiß ich nicht, ob hier eine Skulti war, aber ich war hier auf jeden Fall schon. Bin ich mir relativ sicher. Der Chat läuft bei mir nicht weiter. Ich bin verloren. Muss mal scrollen oder so. Ich bin mir relativ sicher, hier ist nichts. In einem Gebäude macht das normalerweise nichts aus. Nee, ich denke tatsächlich, da müssen wir als Erwachsener nochmal vorbei. Da, schon wieder nicht die Stimme verändert. Die Eva, die passt auf. Also ich ziehe hier nur Schiedsrichter im Chat heran. Was war denn der Grund für die bisherigen 5 Minuten Überzeit? Dass ich sagte, wir wollen eigentlich in dieser Strafe keine 5 Minuten. Und alle sagen, 5 Minuten, du hast die Stimme nicht verändert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt. Also insgesamt 10 Minuten. Hi, Saphir Bruder, was geht? So, die ganzen Löcher können wir auch nochmal auschecken. Wir müssen gegen die ganzen Bäume anrempeln, ne? Weil da können ja auch überall was drin sein. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ach du Scheiße. Alles ist möglich. Eieieiei, okay. Er hat mindestens viermal die Stimme beim Vorlesen nicht verändert. Gelbe Karte. Raus mit dir. Raus mit dir, du Lusche. So. Jetzt machen wir Link mal eine Beule. Meint er, da ist irgendwo was drinne? In den ganzen Bäumen? Ich weiß ja nicht. Du. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Also Leute, es ist halt so, ich werde mir das sowieso einteilen, wie ich das möchte, weil... Wenn wir jetzt 20 Minuten länger machen, geht der nächste Stream halt 20 Minuten kürzer, weißt du? Deswegen, es ist halt... Weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich weiß es nicht, Leute. Hat jemand ein Aspirin? Hat da jemand ein Aspirin? Aber ja, ich will mal nicht so sein. Ich muss mal langsam versuchen, das nach bestem Gewissen zu erfüllen. Ihr habt ja recht. Theoretisch dürfte das jetzt auch nichts ausmachen, wenn Link gegen einen Baum rollt. Hilfe. Und jetzt nicht Nacht ist, sollte das eigentlich keine Veränderungen haben, wenn dann das Kultis drin ist. Ich glaube, das wäre egal, was da dann für Tageszeit ist. Aber hier war jetzt nichts.
Wäre sehr gemein. Wäre. Wartet. Es wäre sehr gemein, wenn da etwas in den Bäumen wäre. Kitsune ist heute jemand, der sehr tief spricht. Quasi jemand. Vielleicht ein Alkoholiker auch noch. Es wäre echt gemein, wenn da was auf den Bäumen wäre. Also, legen wir Kitsune fest. Kitsune ist heute ein sehr tief sprechender Mann. Ein alkoholischer Mann. Der war gerade in der Kneipe. Der hat ein bisschen viel getrunken. Dem geht's nicht so gut. Der hat vielleicht auch nachher noch Durchfall. So in die Richtung wird Kitsune heute gesprochen werden.